Ja, hallo liebe Freunde, ich befinde mich jetzt um 22.10 Uhr bei uns im Bofenden im Ort und es ist verhältnismäßig ruhig. Einige Böller hört man noch, aber schauen wir mal, was hinterher noch passiert. Ich bin jetzt hier auf dem großen Rathausplatz und wir werden mal sehen, was wir hier alles haben. Zum Beispiel hier gibt es nur Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt. Und dann gucken wir mal hier weiter. Da das nächste Bild. Hier auch. Ja. Sollen Sie ihren Spaß haben. Schön dekoriert haben wir es ja hier. Mit einem Bäumchen. Die Häuser sind auch geschmückt. Viele sind drin. Gucken wir noch mal in Richtung Apotheke. Jawohl. Dann werde ich mal hier noch ein bisschen heranzoomen. Sieht doch schön aus. Und da hinten ist auch noch mal ein Schild. Aber das, worauf ich hinaus will, ist, wir gehen diesen Weg entlang. Denn ich möchte ganz gerne nicht in die Stadt. Gucken, wo ist das Licht hier ein bisschen besser? Ja, ist es besser. Ich möchte nicht in die Stadt, sondern ich werde am Wald ein bisschen entlang gehen. Also in der Anhöhe. Und mal gucken, was dann da passiert. Okay, sehen uns. Das ist die örtliche IGS Gesamtschule. Flutlichtbeleuchteter Hof nach 22 Uhr, damit auch nichts passiert. Naja, oder schon immer. Auch hier alles flutlichtbeleuchtet. Der Sicherheit wegen ist auch ganz gut und schön. Ja, okay, jetzt geht es ein bisschen weiter. Ist gerade eben eine Person entgegengekommen, wild telefonierend, aber ganz gut. Also nichts Böses, kein böses Thema oder so. Tja, um diese Zeit kann man sich mitten auf der Straße bewegen. Ich bin jetzt hier auf dem Zebrastreifen. Man hört vereinzelt ein paar Böller, ein paar Heuler, aber ansonsten nichts. Keine Menschenseele auf der Straße. Schauen wir mal, wie weit es geht. So, jetzt laufen wir mal hier ein bisschen in die dunkleren Gefilde rein. Da ist ein Weg, der führt zu einem kleinen Ententeich. Oder einfach nur so ein Ententeich. Irgend so ein Ententeich. Mitten in der Nacht. Gucken wir mal, wer hier alles so da ist. Ah, hier ist der Generationenpark von unserem Ort. Man sieht schon von Weitem die Turngeräte. Auch hier hält sich keiner fit um diese Zeit. Herrlich. Hier diese Schaukeln. Dann hier so ein Hochspringteil. Ups, so kalt ist es. Und dann gucken wir mal hier weiter. Ja. Die schöne nächtliche Wanderung hier. Ein paar Drehscheiben. Senkrechter DJ. Yin und Yang hier. So, okay. Weiter geht's Richtung Norden. Ich meine natürlich, weiter geht's Richtung Süden. Oh Gott, das Licht von oben, das lässt mich erscheinen wie so einen alten Tattergreis. Aber ich darf nur mal zeigen, es ist noch nichts los auf den Straßen hier. Um 22 Uhr.
still. Nichts passiert. Okay. Immer schön gen Dunkelheit. Das war als Kind schon immer mein Ding. Hauptsache dunkel. Okay, bis später. Ja, es ist kühl. So, ich befinde mich auf der Kreuzung. Da hinten ist der Wald. Mal gucken, vielleicht kann ich das so einzoomen, dass man den Wald sehen kann. Ja, nicht so ganz, aber auf jeden Fall ist er da hinten. So, weil hier oben in dem Bereich, ich hoffe, man kann das sehen, ist auch nochmal ein Weg direkt am Wald. Man kann so ein bisschen hier den Horizont vom Wald sehen. Aber da wollen wir nicht ganz hoch. Wir wollen hier entlang. Also hier entlang. Mal gucken, ob wir irgendwelche Leute treffen. Das ist interessant. Weil es gibt so einen Knick am Anfang von Göttingen. Da habe ich schon mal vor Jahren Leute gesehen, die... Oh, das muss man mal angucken. Das sieht auch schön aus hier. Also die Leute geben sich echt Mühe mit der weihnachtlichen Beleuchtung. Sieht auch ehrlich gesagt nicht so kitschig aus wie in den anderen Jahren. Ja, also ich werde mich also jetzt hier noch ein bisschen auf den Weg begeben. Dunkler Weg, ich drehe mich mal um. Okay, das ist die andere Seite. Also hier gibt es auch keine Laternen. Und es ist ein beliebter Joggerweg und ein Radlerweg. Und für mich auch ein schöner Wanderweg. Also bis nachher. Ja, ganz da hinten an der Waldesgrenze sehe ich hier ein rotes Licht. Es könnte irgendwie eine rote Kerze sein. Also auf jeden Fall haben ein paar Menschen auch schon mal die Einsamkeit für sich entdeckt. Und der Mond ist ein bisschen verhüllt. Ein paar Wolken kommen noch durch. Ja, dann schauen wir mal weiter, wo uns hin noch der Weg führt. Ja. Gucken wir mal hier, was wir hier haben. Wollen wir eben mal hier aufmachen. Oh, es ist offen. Cool. Wo wir uns hier befinden, das ist der Friedhof Junkerberg. Da gucke ich nur mal eben kurz drauf. Ein paar Kerzen habe ich schon aus der Ferne gesehen. Okay, aber das ist nicht unser Ziel. Hier ruhen unsere lieben Toten und gedenken ihnen. Okay, wir befinden uns jetzt hier immer noch auf dem Weg. Und hier fängt schon der nächste Ortsteil an. Wir werden einfach weitergehen. Und am Ende, da hinten am Horizont, sehen wir schon die nächste Großstadt. Ja, und hier befinde ich mich an einem Punkt, wo man richtig gut sehen kann. Wo man richtig gut auf die Stadt sehen kann. Leider ist das Wetter sehr, sehr diesig, sehr trübe. Und schauen wir mal, was hier so los ist. Das wird natürlich, wenn nachher Feuerwerk ist oder sein sollte, wird das natürlich ziemlich nebelig sein. Okay, gehen wir mal wieder zurück. Und ich gucke mal, ob ich noch irgendwie die Bank wiederfinden kann. Da ist sie. Da ist sie. Wo ich hier vor Jahren mal mit Leuten mal Silvester ein bisschen gefeiert habe. Jetzt haben wir von hier aus auch einen wunderbaren Blick auf die Stadt, auf die Skyline. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben es. Gott, ist das noch früh. 5:55. 5:55, liebe Leute. Darf ich hier noch eine Stunde ausharren? War meine Zeitkalkulation doch ein bisschen zu verfrüht.
sehr still im Augenblick noch. Aber mal schauen, was nachher abgeht. Innerhalb von einer Stunde. Noch einzelne Lichtpunkte von Häusern. Was ist das? Das sind ja Esel. Kann man die sehen? Tatsachenesel. Süß. Und noch ein Esel. Na ihr, so ganz alleine in der Nacht? Ja, es geht so langsam los, es ist ungefähr 35 nach, also 23.35 Uhr und ein junges Pärchen ist mir schon entgegengekommen, die sind zwei Bänke weiter. Mal schauen, gucken wir mal. Ja, so langsam trudeln hier auch ein paar Leutchen ein, drei Pärchen und eine Vierergruppe. Ja, mal schauen, aber noch ist es ruhig. Exactement. Wie spät haben wir es? Okay, 12 Minuten vor. 12, 13 Minuten vor. Schauen wir mal. Normalerweise ist letztes Jahr noch viel mehr los gewesen. Na, schauen wir mal. Ja, so langsam treffen die ersten Leute ein. Willst du echt? Hey Leute! Schön um 12 ins Lachgummi beißen, Herr. Hallo! Noch 13 Sekunden. 10, 9, 8. So schön! Das ist wirklich. Letztes Jahr war das anders, ich weiß es nicht. Und ja, jetzt ist es wow! Oh Gott! Ich krieg sie nicht raus! Ja, Leute, 0 Uhr.
Keine Lachgummi. Alter, ich bin auch Stahl, der Junge. Weißt du, was ich jetzt mache? Illegal ja. Scheiß zünden. Boah, der kann's da. Ja. Du musst einfach wegwerfen. Nee, so funktioniert Böller. Guck mal jetzt. Oh, die tun noch. In anderen Bundesländern komme ich dafür in den Knast. Ja? Wüsste jetzt nicht welches. Bayern. Ja, da ist ja, Ausgangssperre. Ja, aber stell dir vor, du bist draußen und böllerst. Da bist du doch komplett. Ja, da bist kommst du nie wieder frei. Das ist echt übel. Sag mal, hier ist nichts los. Noch zwei Packungen in der Tüte. Warum? Auch verboten, oder? Legen wir es weg hier. Schmeide ich mal. Ja, Chaos, oder? Und Action! Weg da! 8 Meter Entfernung. So, liebes Publikum, ein erfolgreiches 2021 wünscht David van Scouten. Wenn es ausgeht, ist Wasser, glaube ich. Also. Nee, das war aber ein kurzes Spektakel, aber spektakulär, ne? Ja, danke euch. Gerne, danke. So, wo ist Licht? Ja, liebe Leute, jetzt bin ich mich ein bisschen weiter unten. Und hier in der Straße wird vereinzelt ein bisschen geböllert, ein paar nette Leute kennengelernt, hab mir noch meine Böller geschenkt, jo. Und jetzt geht's wieder auf den Nachhauseweg. Also viel am Himmel war nicht zu sehen, was auch zu erwarten war. Ja, mal schauen, vielleicht gibt's ja noch irgendwie eine lustige Begegnung oder sonst irgendwie was. Aber es war schön, ne? Ja, da gehen wir mal weiter rum. Befinde ich mich jetzt auf einem ganz anderen Weg nach Hause. Und zwar am Seniorenzentrum vorbei. Richtig. Genau, ein richtig großes Neues. Und ab und zu mal gehen ein paar Raketen hoch. Ich habe jetzt eine Stelle ausfindig gemacht. Ja, mal gucken, ob das raufgekommen ist, liebe Leute. Naja, jetzt wird es wieder dunkel. Jetzt erstmal ans Krematorium vorbei, weil ich laufe direkt aufs Krematorium zu. Tja, also was haben wir hier auch? So. Sehr gut. Die fallen ja schneller runter, als wie sie hochkommen. Tja. So, jetzt laufe ich hier aufs Krematorium zu, das übrigens nicht irgendwelche Hochzeiten hat. Ich gehe hier gerne spazieren, also nicht unbedingt hier lang, aber es ist der günstigste Weg nach Hause. So, das ist nicht das Krematorium, das ist nämlich weiter rechts, hier da wo es leuchtet, Parkfriedhof. Junkerberg, da oben. Was ist das denn? Mein Gott, was? Entweder war das alles alt. So. Schauen wir mal, hier ist ein Notausgang. Genau. So, dann gucken wir uns das nochmal hier an. Okay. Ach, hier ist Gebot. Auf dem Weg zu meinem Heimatort, ja, die entfernten Lichtchen, die man sieht, das sind die Häuser von dem Neubaugebiet und hier ist nichts los.
hinter mir von Göttingen vereinzelt noch Böllerschüsse und Raketengepfeife. Und ich komme hier an. Hier ist es still. Wahnsinnig still. Hier könnt ihr sehen, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Ich werde mich mal hier ins Licht drehen und bin jetzt auf dem Wege wieder zurück nach Hause. Oh, jetzt kommt ein Auto, da mache ich mal. Parkfriedhof Junkerberg kommend aus Richtung Göttingen wieder zurück in den Norden. Vereinzelte Jugendliche sind noch auf den Straßen. Sollen ja auch ihren Spaß haben. Schön. Uhrenvergleich. 0:45 Uhr. Genau 0:45 Uhr. Ich bin wieder hier in meinem Ort. Man kann sehen, es ist nichts los. Ja, schauen wir mal weiter, ob wir noch was treffen. So, den Weg kennen wir ja. Das ist ja diese, oh, hier liegt tatsächlich ein bisschen Müll rum. Das ist diese Schule hier, die ich anfangs gezeigt habe. Das ist die Schule am Sonnenberg. So, nochmal hier kurz gucken. Genau, die IGS ist nämlich weiter oben. Da hatte ich mich anfangs ein bisschen vertan. So, Gärtnerei Peters. Hier die schönen Gewächshäuser. Oh, was ist denn das Glitzerndes hier? Ah, schön. Bunte Glitzersachen. Der Rathausplatz sehr sauber. Hier ist kein bisschen was hochgegangen oder so. Alles schön. Obwohl ich noch ein paar Lady Cracker gehört habe. Schön, schöner Weihnachtsstern. Ja. Alles in allem, liebe Freunde, das war das Jahresende und der Jahresbeginn von 2021. Jahresbeginn und das Ende von 2020. Ich werde mich jetzt hier wieder, Moment, ich gehe mal rückwärts, kann man ein bisschen mehr von meinem Gesicht sehen, auch nicht. Naja, ein langsames, natürliches Fade-out. Ich danke euch, dass ihr zugesehen habt. Und jetzt kommt wieder eine Laterne. Ein bisschen Licht. Ja, also ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Teilt mich. Gebt einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Bis später, euer David.